Hey, hallo und herzlich willkommen hier beim Belletristik Basti Samstagsvideo und heute geht's um meine Urlaubslektüre. Ja, so ist es, wie ihr unschwer erkennen könnt an meinem Outfit bzw. an meiner Sonnenbrille. Ich war im Urlaub. Ich bin tatsächlich heute Nacht erst heimgekommen. Und was ist das Erste, was ich frühs mache? Natürlich, ich denke an euch und an dich und ich drehe für dich ein Video, dass du was zum Anschauen hast am Samstag. Ganz klarer Fall, kann ich natürlich nicht verantworten, dass da kein Video kommen könnte, würde, sollte. Das geht auf gar keinen Fall. Und jetzt, weil wir ja sonst immer Cappy-Rating machen, ja, also wir können gerne wieder Cappy-Rating machen. Das habe ich allerdings nicht im Urlaub dabei gehabt, aber ich fand es jetzt trotzdem irgendwie so urlaubsmäßig, Urlaubsflair passender Sektion. Also Idiotenkappeln stehen mir total gut. Also ich bin ja der Meinung, ich kann alles so Cappy-mäßig tragen. Und ich kaufe mir immer im Urlaub, also ich fahre nur alle 5 Jahre in Urlaub, deswegen kaufe mir immer im Urlaub eine neue Sonnenbrille. Seht ihr das? Und ich fand das so wahnsinnig. Ich finde diese Sonnenbrille so unheimlich cool. Die steht mir so unheimlich gut. Finde ich jetzt. Also wenn du vom Gegenteil überzeugt bist, zock das gern. Aber heute Rating fürs Cappy und Rating für die Sonnenbrille. Meine neue Sonnenbrillen. Ich finde es einfach mega. Aber ich tue es natürlich jetzt runter, damit ihr meine schönen Augen kennt. Ganz klarer Fall. Ihr wollt ja was haben von mir. Und das will ich euch natürlich auch geben. Ist doch klar. Ich bin nur ein bisschen verscheppert, ganz ehrlich gesagt, vom Urlaub. Aber ich mache jetzt trotzdem einfach mal ein Video. Und zwar dachte ich mir, wie ich schon vorher gesagt habe, ich mache ein Video mit meiner Urlaubslektüre, was das Video ja relativ überschaubar macht, weil ich war nur eine Woche im Urlaub, eigentlich nur eine knappe Woche, eigentlich nur 5 Tage. Ich war in Kroatien, es war wunderschön. Machen wir einfach gleich schon mal einen Einblender. Kroatien beim Belletristik Basti, wie war das ungefähr? Ja, so hat es ausgeschaut. Ich war sowohl in der Stadt unterwegs, als auch voll am Meer. Und das Schöne war, ich war mit der Laura, meiner Tochter, und wir waren an jedem Tag an einem anderen Strandabschnitt. Also wir waren nie am selben Strand, sondern wir waren immer an anderen Stränden. Und es war sehr verschieden, aber war immer mega schön. Wie ich schon gesagt habe, ich fahre nur alle 5 Jahre in Urlaub, weil ich einfach irgendwie erstens nicht öfter dazukomme und zweitens habe ich ja kein Geld. Ja, aber kein Geld kann ich mir nicht leisten, Urlaub, deswegen mache ich keinen. Und außerdem bin ich so viel mit Manu unterwegs, ja, mit der Band und so. Sind wir so viel unterwegs, dass ich meistens dann mal recht froh bin, wenn wir daheim sein können. Was natürlich nicht so wirklich für die letzten 2 Jahre Pandemie gilt. Aber steht auf einem anderen Blatt, scheißegal, ich war im Urlaub und meine Urlaubslektüre war zum ersten. Und jetzt seid ihr gespannt. Mount Silence von Mike Harting ist von einem Self-Publisher und ist von Amazon gedruckt. Und das, was ich jetzt gleich vorneweg sagen muss, ich fand das Buch gut, ich fand das Buch wirklich gut, ich habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben und das ist für so ein Self-Publisher-Werk schon jede Menge von meiner Seite, also das ist richtig gut bewertet eigentlich. Aber was mich immer bei diesem Amazon-Print stört, ist das hier. Kennst ihr das? Also wenn ich es loslasse, so, wenn ich das Buch praktisch hier lege, dann flattert sich das von der Lore so auseinander. Ich finde, das ist einfach nicht so wertig hergestellt. Ich meine, klar, ist immer so eine Sache. Man will das natürlich kostengünstig anbieten können und kostengünstig herstellen. Aber das ist das, was mich immer so ein bisschen unglücklich macht an diesen Büchern. Finde ich schade, weil ich durchaus schon das oder andere Self-Publisher-Werk gelesen habe, das mir extrem zugesagt hat und das dann diese flapprige Qualität hat. Da fand ich geiler vom TU Zwolle. Ihr wisst ja, der Thomas und ich, wir sind sowieso spezielle Friends, dem seine Zauberjäger. Das ist so richtig Hardcover irgendwie. Das kostet natürlich auch ein bisschen mehr, aber das ist mir dann irgendwie wert, weil ich finde das dann fast schade, wenn man sich so viel Mühe gibt, so ein tolles Buch zum Schreiben und das dann so flapsig daherkommt. Ja, naja, wie auch immer, ich habe sogar hier eine Widmung für Basti, gute und spannende Unterhaltung, Mike. Fand ich sehr, sehr nett. Der Mike hat mich angeschrieben per E-Mail und hat mir das zukommen lassen mit den Worten, dass das so von der, ich weiß gar nicht, ich will jetzt nicht verschreien, also ich will jetzt nicht was Falsches sagen, aber dass es so in der Stephen King-artige Richtung geht, sage ich mal. Und da wäre ich ja prinzipiell, bin ich da relativ skeptisch, weil ich mir denke, ah, echt jetzt, Stephen King-artige Richtung, das ist schon sehr hochgegriffen. Aber ich muss sagen,
der Mike hat es tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Dieses Buch ist nicht so mega lang, das ist 275 Seiten ungefähr, also nicht mal 300 Seiten. Deswegen habe ich das wirklich, ich habe das so richtig verspeist am Strand. Ja, ich habe das richtig mir einverleibt. Und wir sind hier in einem Setup auf einer Berghütte. Berghütte so um Silvester rum praktisch. Jahreswechsel zweit auf 2020, glaube ich, wird hier beschrieben. Wir erfahren hier die Geschichte von einem Autor, der praktisch schon eigentlich schon erfolgreicher Autor ist und aber sich, glaube ich, scheiden hat lassen und oder getrennt lebt und jetzt praktisch das Exil sucht und zum Schreiben auf diese Berghütte geht, irgendwo in die Mountains, irgendwo in Amerika. Und ja, weil er abgeschieden sein mag, weil er praktisch zu sich kommen mag, weil er in Ruhe schreiben mag. Und das ist ja allein schon, das ist schon so ein signifikantes Merkmal, das der Stephen King auch ganz oft verwendet, ist eben dieses Schreiben über einen Autor. Ja, der Autor schreibt über einen anderen Autor oder womöglich ein bisschen über sich selber. Das habe ich mich gefragt an dieser Stelle. Lieber Mike, wenn du das hier siehst, dann sag mir doch bitte, ist da ein bisschen was Autobiografisches von dir auch verarbeitet oder wie schaut es denn da aus? Weil der Stephen King macht ja das durchaus schon mal. Bin ich jetzt mal eigentlich sehr gespannt, ob du das tatsächlich auch so machst oder ob das die pure Fiktion ist. Ja, und natürlich bleibt dieser Autor nicht allein im Ort Mount Silence. Dieser Ort, wo der ist, der heißt nämlich Mount Silence. Genau, und das hat einen ganz speziellen Grund und es kommt tatsächlich zu so ein bisschen übernatürlichen Begebenheiten, sage ich mal. Also diese Geschichte erzählt nicht nur straight aus der realen Welt, sondern es ist eine sag ich mal, eine gruselige, fantastische Welt mit eingeflochten. Und das Tempo, der Drive, mit dem das geschrieben ist, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, ich möchte jetzt nicht weit mehr verraten von dem Buch, so im Allgemeinen, von der Story. Natürlich kommen andere Leute dazu. Natürlich ist da noch ein anderer Mensch, der dauerhaft in die Berge lebt, der auf einer anderen Hütte nicht weit von ihm weglebt. Und natürlich kommen da auch noch Touristen dazu, die über Silvester auf einer Berghütte da oben sind. Also wir haben eigentlich drei Parteien. Ich merke nur, dass vorsichtig sei, dass ich nicht zwölf verrate. An manchen Stellen dachte ich mir, wenn das jetzt aber denn mal zu sehr ins Klischeehafte neigt, jeder, der ein bisschen Thriller- und Horror-Fan ist, der weiß, was ich meine. Aber da manchmal habe ich mir gedacht, aber der Mike hat das schon mit ganz viel Kalkül, finde ich, eingesetzt und hat diesem Argument, diesem Klischee-Argument schon einiges vorne weggenommen, beziehungsweise schon das ist eigentlich sehr schön in die Story verbaut, sagen wir es mal so. Im Großen und Ganzen konnte ich eigentlich sagen, Mount Silence von Mike Harting, wer Thriller-Fan ist, wer Stephen King-Fan ist, also es lasst sie natürlich, da komme ich später noch dazu, ich konnte jetzt nicht sagen, hey, das ist der nächste Stephen King, ist nicht so, sorry Mike, so weit kann man an dieser Stelle einfach noch nicht gehen. Der Mike hat natürlich seinen eigenen Stil, der hat natürlich seinen eigenen Flair, seine eigene Atmosphäre, die er herstellt. Aber das, was ich sagen möchte damit, ist, diese Atmosphäre, dieser Flair hat mir sehr, sehr zugesagt, hat mir sehr gefallen. Und was mir in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, war dieses ganze Setup. Also das Setup, das ich hatte. Ja, ich war in Kroatien am Strand klingen, am Steinstrand oder dann am Kieselstrand oder was weiß ich, was für ein Strand, an verschiedenen Stränden war ich gegen zwischen Pinien, es war sehr warm, ich war in der Badhose da gesessen und habe mir den Ranzen verbrannt, ja, wirklich, tatsächlich, wirklich, muss ich dazwischen schon sein, ich habe wirklich hier am Bauch wirklich Sonnenbrand, eigentlich Verbrennungen zweiten Grades, ohne Witz, das war überhaupt nicht lustig am nächsten Tag, ich bin einfach so ein richtiger Käseleib, aber ihr seht schon beim Gesicht, ich bin braun, Mann, das ist richtig schön, könnt ruhig ein paar Komplimente unten reinschreiben, bin ich eigentlich gar nicht bei, auf jeden Fall, ich war da gesessen, in der Wärme, im Sommer, am Meer, so richtig baden und es ist heiß und Sonnencreme riecht man und Kaffee und Bierchen am Strand und richtig geil. Und ich lese eine Geschichte mit einem Setup im Winter auf einem Berg, wirklich fernab von dem, was ich eigentlich gehabt habe. Und da habe ich gemerkt, das sagt mir richtig hart zu. Und das fand ich richtig gut. Das hat mich richtig beseelt irgendwie. Das hat ein richtig rundes Gesamtbild für mich dann abgegeben. Und wie gesagt, diese Geschichte ist sehr schön aufgebaut, und kommt dann am Ende tatsächlich ja zum runden Ende. Ja, also es ist ein Hirschvorkämmer, ein Hirschesvorkämmer, der ganz seltsame Dinge gemacht hat, ziemlich weit am Anfang. Diese ganze Hirschstory, die ist mir nicht so ganz, also weiß ich nicht, vielleicht habe ich da unaufmerksam drüber gelesen, aber die ist mir nicht so ganz aufgegangen, die Hirschstory.
Aber lieber Mike, sag einfach Bescheid, was das mit dem Hierstand tatsächlich genauso auf sich hatte. Auf jeden Fall wurde hier von Mike Harting ein richtiges Universum. Also ein Universum ist zu hoch gegriffen, das kann man nicht sagen. Aber es wurde eigentlich eine sehr detaillierte Welt erschaffen, so kann man sagen. Eine detaillierte Welt, die gerade in der zweiten Hälfte des Buches immer wieder mit neuen Details überrascht hat. Und das fand ich gut. Ich habe hier aber richtig große, richtig coole Überraschungsmomente drin gehabt, die mir sehr, sehr gefallen haben. Von dem her 4 Sterne, 4 Sterne. 4 absolut verdiente Sterne. Hat mir sehr gefallen, lieber Mike. Ja, und ihr anderen? Ich weiß gar nicht, was das eigentlich regulär kostet, aber ich schätze mal so ein Zehner. Entschuldigung, müsst ihr mal schauen, auf Amazon. 9 oder 10 Euro, denke ich mal. Aber selbst wenn es 13 Euro kostet, kann ich euch empfehlen, wenn ihr Thriller-Fan seid, wenn ihr auch so ein bisschen Horror-Fan seid, wenn ihr so die Richtung Stephen King cool findet und auch mal einen anderen Autor kennenlernen wollt, dann Mike Harting mit Mount Silence. Und ich habe schon gesehen, der Mike Harting hat 2017, weil ich glaube, das ist letztes Jahr erschienen, 2020, muss ich ja mal nachschauen, dass ich hier Bullshit erzähle. Seit 2022 ist es erschienen. Brandheiß, ja. Leck mich da am Zickerli. Wahnsinn. Erste Auflage. Cool. Sehr cool. Und ja, die Covergestaltung hat ja jemand in die Hand genommen. Und ich finde die Covergestaltung auch sehr gelungen. Also fand ich, das hat mich von Anfang an angezogen. Fand ich gut, finde ich sehr gelungen, finde ich cool für das, dass er das alles selber organisiert hat. Eigentlich ganz großes Kino. Nur wie gesagt, die Flapsigkeit von diesem Buch, die hat mich weniger gefallen. Und das hat man natürlich gerade gemerkt am Strand. Was am Strand? Du wirfst es hin, du kommst aus dem Wasser und dann schützt du einen Kaffee drüber. Oh, das tut ein bisschen weh im Bücherliebhaberherz, da einen Kaffeefleck drauf zu haben. Aber ich sage euch was, ich habe gleich nur ein Buch, das hat man nur ein bisschen, fast nur ein bisschen weh. Da. Da ist auch noch mehr was passiert. Und zwar, vielen Dank, lieber Mike. Mount Silence kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Empfehle ich euch, holt euch das. Ich werde sowieso, also ich kriege immer wieder mal so Anfragen von Self-Publishern und ich suche mal hier und da tatsächlich immer wieder Bücher raus und sage, hey, yeah, das darf ich auf jeden Fall gerne lesen. Versucht es dann aber auch zeitnah zum Lesen, weil ja, man will es ja dann auch weiterkriegen. Ich habe dann nur ein Buch angefangen. Das habe ich allerdings nur hier, das ist nur. Da ist zwar dick, aber ich habe die ersten 130 Seiten ungefähr gelesen. Aber nichtsdestotrotz berichte ich euch natürlich darüber, weil ich das mega gefeiert habe. Und jetzt an dieser Stelle nichts gegen den Mike, der hat das wirklich großartig gemacht. Der hat eigentlich einen tollen Schreibstil, der mir sehr zugesagt hat. Aber dann habe ich natürlich in dem Flow, weil ich schon gewusst habe, okay, das geht so in Stephen King-artige, habe ich einen echten Stephen King-Schmöker gemacht. Und zwar Bazar der bösen Träume. Und wir reden bei Bazar der bösen Träume hier über ein Kurzgeschichtenband. Und ich habe jetzt die ersten drei Kurzgeschichten gelesen. Das sind wirklich einige, etliche eigentlich drin. Und alle drei haben mich einfach mega entertained. Und da habe ich mir wieder gedacht, okay, der Mike war gut, aber der Stephen King ist einfach der unangefochtene Lieblingsautor von mir überhaupt. Weil dieser Schreibstil, ich sag's immer wieder, das ist wie wenn du frierst und dich in eine warme Wolldecke einwickelst. Das macht der Stephen King mit mir. Ich lese die King-Bücher, glaube ich, um ein Drittel schneller als alle anderen Bücher, weil dieser Schreibstil mir so zusagt, weil mir der so gefällt, weil ich da so drin bin in dem Ganzen. Beziehungsweise weil mir diese Geschichten dann einfach diese Art zu schreiben, das saugt mich richtig rein. Aber es haben etliche Übersetzer tatsächlich diese Texte übersetzt, weil es ja viele kleine Kurzgeschichten sind. Und weil da gibt es ja ein paar Leute, die mimösen da manchmal ein bisschen rum, weil manche Übersetzer das vielleicht jetzt ja nicht so ganz geil machen, aber die ersten drei Kurzgeschichten hier, die alle von anderen Autoren, sage ich schon, Übersetzer übersetzt worden sind, die haben mich. Genauso wie alles andere, was ich, oder das meiste, was ich vom Stephen King gelesen habe, die haben mich einfach richtig reingezogen. Das schlotzt mich so richtig in dieses Stephen King-Universum. Und ja, es ist einfach, es sind manchmal, also in den ersten drei Geschichten war zumindest eine Geschichte dabei, die hat so eine groteske Idee irgendwie beinhaltet. Und zwar war das, jetzt warte mal, da muss ich gucken, das war die letzte, die ich gelesen habe. Da wo ich mich richtig, na, das war nicht die letzte. Na, Annette, jetzt warte mal. War das die erste, die ich gelesen habe? Spimio. Ja, Wahnsinn. Ja, doch. Raststätte, Mile
oder Raststätte Meile 81, ist die erste Geschichte, und da geht es um ein Auto. Ja, um ein Auto, das aber eigentlich irgendwie kein Auto ist, sondern das Menschen frisst. Und das ist so, wenn ich das irgendjemand erzähle und sage, du, ich habe ein Bier gegessen, da ist eine Geschichte drin über ein Auto, das Menschen frisst, dann denkt sich jeder, Alter, was für Bullshit. Was ist denn das jetzt? Irgendwie so 80er Jahre Kinderhorror oder was? Aber nein, es ist einfach großes Kino, so wie es der Stephen King schreibt. Und das, was mir an dem Buch extrem gut gefällt, ist, dass, also das ist ein tolles Vorwort, ich finde sowieso Vor- und Nachwort vom Stephen King. Kehrt unbedingt lesen, lest das Vorwort, lest das Nachwort. Das ist einfach so persönlich. Also, ich finde, der Stephen King baut im Laufe der Zeit, beziehungsweise im Laufe seiner Bücher, die er immer mehr geschrieben hat, hat er immer stärker einen Draht zum Leser an sich aufgebaut. Und ich fühle mich inzwischen richtig persönlich angesprochen von diesen Vor- oder Nachwörtern vom Stephen King. Und hier drinnen ist einmal nur so ein Zwischenspiel. Also, vor jeder Kurzgeschichte ist dann noch so eineinhalb Seiten, also zumindest vor die ersten drei war das jetzt, sind so eineinhalb, zwei Seiten, wo er irgendwie den Grundgedanken beschreibt oder beschreibt, wie er da drauf gekommen ist, das zum Schreiben, oder ist dann auf jeden Fall nur mal so on top Facts, die der Stephen King da zur Verfügung stellt, und das finde ich richtig wichtig. Das vermittelt mir so ein richtig gutes Gefühl, richtig geiles Feeling, und ich habe jetzt ja noch Urlaub und ich kann mich richtig auf dieses Buch einlassen, ich kann mich richtig fallen lassen in das Buch, und ich habe bis jetzt wirklich jede Geschichte, jede Seite, jedes Wort, jeden Satz genossen in diesem Buch. Bazar der bösen Träume, Kurzgeschichtenband, und der Stephen King betont hier im Vorwort auch, wie wichtig das für ihn gerade als junger Autor war, Kurzgeschichten zu beschreiben. Und was eigentlich die tatsächliche Kunst ist, eine Kurzgeschichte zu schreiben und nicht ein Birken mit 700 Seiten, wo man ewig, ewig Zeit hat. Mehr verrate ich jetzt aber gar nicht. Ich werde euch dann im Lesemonat wissen lassen, wie es mir im Großen und Ganzen gefallen hat. Hat noch keine Bewertung. Bis jetzt natürlich 5 Sterne, klar. Für einen Stephen King, da die manchmal gerne einen sechsten Stern erfinden. Aber it is like it is. Das waren meine Urlaubslektüren praktisch. Ja. Sonst kann ich euch noch erzählen aus dem Urlaub. Ich habe, meine Tochter war ja dabei, und der ist es sehr wichtig, Souvenirs mitzubringen. Jetzt mal ganz kurz, wie steht's ihr denn zu Souvenirs? Also ich bin gar nicht so der Souvenir-Fan, und ich bin auch niemand, der Karten schreibt. Vor allem jetzt in Zeiten, ich meine, das ist schade, klar, weil jetzt in Zeiten von WhatsApp schreibst du einfach ganz normal wie immer mit alle Leute, weil das funktioniert ja, sogar inzwischen schon ohne WLAN, also ist eigentlich ein gemalte Wies. Aber echt schön, so Karten schreiben. Der Manu schreibt noch viel Karten. Ich habe jetzt in der Woche keine Karten geschrieben, weil da war mir die Zeit zu knapp. Aber ja, schreibt es mal gerne unten rein, was ihr so, ob ihr Karten schreibt oder ob ihr Souvenirs mitbringt. Ich habe Souvenirs mitgenommen. Ich habe 5 so Sixpacks von diesem kroatischen Bier mitgenommen. Mega. Ja, also wir haben ja richtig, wir waren ja keine Kinder von Traurigkeit, haben wir richtig hingelangt im Urlaub. Also, meine Tochter ist ja schon 19, keine Sorge, nicht, dass jetzt wieder irgendwas flennen anfängt hier. Wir haben auf jeden Fall richtig auf die Kacke gehauen, wir hatten eine richtig gute Zeit, wir hatten richtig Spaß, war richtig toller Papa- und Tochterurlaub, hat mich sehr, sehr gefreut an dieser Stelle. Falls du das auch schaust, Laura, vielen Dank nochmal dafür. Es war mir eine Freude und große Ehre, dass wir den Urlaub miteinander so machen konnten. War längst überfällig, und ja. War wirklich schön. War der entspannteste Urlaub, den ich wirklich seit Ewigkeiten gehabt habe. Vielen Dank in diesem Sinne. Ja, belasse ich es für das. Ich habe noch anders Souvenir mitgenommen für den Manu. Das ist kein Bier. Aber das verrate ich noch nicht, weil sonst seid ihr ja schon vorne weg gewesen. Wäre ja schade. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war's auch schon von mir für Eichheit. Weil ich muss jetzt auspacken, Wäsche waschen und mir nochmal ein Bier aufmachen, weil ich habe jetzt noch keine Ahnung. Ich brauche ja gar nicht so viel das Souvenir, ich sag die ganze Plörre ja selber. In diesem Sinne, macht's das gut. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.